Also, die Vortragsreihe des Foskes hier auf der FrostCon geht weiter. Hier mit Joachim und Ulrich. Du bist der Joachim. Genau. Ulrich steht da vorne. Okay. Über Tiefenlinien in OpenStreetMap bzw. OpenSeaMap. Ja, wir haben schon mal angefangen darüber zu reden, aber jetzt bin ich gespannt auf den Vortrag. Okay. Also, ja, los geht's. Ja, was wollen wir machen? Wir wollen das Tiefenlinienprojekt in OpenSeaMap mal wieder neu beleben. Es gab da eine ganze Aktivitätsphase, da kommen wir auch gleich nochmal drauf und wollen das gerne weiterführen in eine hoffentlich dann auch produktiv nutzbare Phase hinein und hoffen da auch auf den Input von den wenigen Leuten, die sich für dieses Thema interessieren. Was wollen wir machen? Ich habe gelernt, der Pointer ist nicht zu sehen im Video, aber das macht nichts. Wir sprechen erstmal darüber, warum wir das überhaupt machen wollen, warum das für uns relevant ist. Dann habe ich versucht zusammenzufassen, wie jetzt der aktuelle Stand ist. Das ist für mich nicht ganz klar. Also wenn da Ergänzungen sind, immer melden und entsprechend ja, vervollständigen. Dann wollen wir darüber sprechen, was man vielleicht machen kann, um das in diese nutzbare Phase zu überführen und fassen das Ganze auch nochmal zusammen, was wir dann als Ergebnis eben zusammengetragen haben. Warum wollen wir das machen? Das schöne Bild ist nicht dabei. Also wir haben ein Segelboot und das hat einen Tiefgang und wir haben einen See, wo es keine Gewässerkarten zu gibt. Das heißt, wir fahren da drauf rum und irgendwo gibt es Untiefen, das wissen wir auch und hoffen halt, dass wir nicht auf dieser Untiefe landen. Das wollen wir natürlich vermeiden und Abhilfe schaffen. Das heißt, wir haben uns damit beschäftigt, wie wir Tiefendaten erfassen können und müssen die am Ende natürlich auch irgendwie auf die Karten kriegen. So sieht es im Moment aus hier auf der linken Seite. Ich habe mal die Südspitze von Manhattan rausgesucht als Beispiel, weil es dafür gibt es nämlich zum Beispiel die NOAA-Karten, also die amerikanische Behörde, die veröffentlicht die im Internet, die kann man einfach abrufen. Und da sieht man schon, da sind hier deutlich mehr Informationen, was die Wassertiefe angeht, drauf. Und als sozusagen vollständiges Beispiel habe ich mal aus dem Bereich Kiel von einem deutschen Verlag einfach eine Karte rauskopiert, wie es aussehen kann. Ne? Also man sieht hier verschiedene Tiefen. Abstufungen, die farblich schattiert sind, dass man gleich sehen kann, ist das für mich relevant oder nicht. Und es gibt dann auch noch darüber hinaus entsprechende Tiefenangaben für Details, also irgendwelche Steinhaufen oder ja, besondere Vorkommnisse. Also das wäre eigentlich der Zustand, den wir vielleicht mal anstreben in ferner Zukunft. Es gibt lustigerweise auch schon Tiefenlinien in OpenSeaMap. Zum einen die ganzen Tiefwasserlinien, also wenn man mal rauszoomt und die ganze Welt im Blick hat, dann sieht man irgendwie Linien von 3000 Meter Wassertiefe, 4000 Meter Wassertiefe. Das ist jetzt natürlich für unser Segelboot nicht relevant. Wir haben nur 1,35 Tiefgang. Und es gibt vereinzelte Gewässer mit Tiefenlinien, hier zum Beispiel den Schweriner See. Also da hat sich irgendeiner mal die Mühe gemacht, den zu erfassen, wie auch immer die generiert wurden. Also der Algorithmus der automatischen Generierung von den Tiefenlinien scheint noch nicht so hundertprozentig zu funktionieren. So, damit wäre unser Ziel, von dem Zustand hier oben und diesen wenigen Informationen, wie sie zum Beispiel auf der NOAA-Karte drauf sind, zu sowas zu kommen, wo wir eigentlich ein vollständiges Bild von den Tiefenlinien haben oder von den Gegebenheiten in dem Gewässer. Die ganzen Seezeichen, die hier eingezeichnet sind, wie hier zum Beispiel der Leuchtturm, die sind ja jetzt auch schon erfasst. Also das ist eigentlich ein sehr guter Stand, finde ich, den man da hat. Und damit haben wir im Prinzip zwei Problemfelder. Das eine ist die Datenerfassung, also wir müssen irgendwie Tiefendaten ermitteln ja von den Leuten, die da unterwegs sind und wir müssen die verarbeiten und irgendwie auf der Karte visualisieren. Und dazu haben wir mal den Stand der Technik zusammengetragen, wie es im Moment nach diesem DES-Projekt bei OpenSeaMap aussieht, wie es gemacht wird und das gucken wir uns jetzt einfach mal kurz an. Also wie gesagt, wenn da tieferes Wissen vorhanden ist, immer gerne. Das ist der Prozess, wie Sie ihn in Ihrem Wiki darstellen. Hier oben werden die Daten erfasst, also auf dem Boot. Verschiedene Daten, was das genau sind, wie die oder was da verwendet wird, das gehen wir gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Dann erfolgt erstmal ein Bruch, das heißt, man lädt die Daten irgendwie runter von seinem Gerät, lädt die dann auf den OpenSeaMap-Server hoch. Und muss noch ein paar Metadaten sozusagen angeben, die dann benutzt werden, um die Daten zu korrigieren und aufzubereiten und dann wandern die irgendwann in die eigentliche Datenbank rein. Wie erfassen wir die Daten? Im Prinzip brauchen wir 2 bis 3 Geräte dafür auf dem Boot. Wir brauchen die Position, also Satellitennavigation, GPS, GLONASS, Galileo, was gerade vorhanden ist. Im besten Fall mehrere, ist die Position genauer. Und wir brauchen irgendwie ein Echolot, um die Tiefe zu bestimmen. Ist auf
sagen wir mal, 80% der Segelboote, würde ich sagen, installiert und auch auf vielen Motorbooten. Das heißt, die eigentliche Messinfrastruktur ist da. Optional werden die mit einem Bus verbunden. Muss nicht sein, kann aber sein, ist auf den neueren Booten auf jeden Fall der gegeben. Dann haben wir den Logger, also wir brauchen irgendeine Hardware, die uns die Daten sammelt und speichert. Und dann erfolgt da, wie gesagt, dieser Medienbruch und wir gehen auf irgendein anderes Device, laden die Daten vom Logger runter und laden die auf den Server hoch. Es gibt diverse Open-Source-Projekte, die sich mit dem Logging beschäftigen. Ich habe einfach mal ein paar rausgesucht. Das wäre der OpenSeaMap Hardware-Logger, der wurde mal entwickelt. Der berücksichtigt auch zum Beispiel die Lage des Bootes, um die Daten zu korrigieren. Es gibt so einen Raspberry Pi-Logger, der sich mit dem NMEA 2000-Bus befasst. Oder der Auswertung hier oben wird nur der NMEA 0183-Bus erfasst. Das ist ein älterer Bus. Und wir selber haben auch ein eigenes Projekt aufgesetzt, wo wir den NMEA 2000-Bus angeschlossen haben und da die entsprechenden Daten sammeln. So sind wir auch darauf gekommen. Wir haben zwar Daten, aber wir können damit nichts produktiv anfangen. Es gibt auch einige proprietäre Lösungen, die man kaufen kann, um die Daten zu sammeln. Auf vielen Booten ist ein Plotter installiert, damit kann man sie auch sammeln und hochladen. Also wie gesagt, die Messinfrastruktur ist eigentlich da. Das größte Problem sehe ich in dem Bereich, die Motivation halt mitzumachen. Aber das liegt auch daran, wenn ich mit meinen Daten keinen Nutzen für mich erziele, weil ich keine Tiefenlinien auf den Karten habe, ja, sinkt halt auch die Motivation, sich damit zu befassen. Auf der Seite der Aufbereitung geht es jetzt weiter. Also wir sind hier auf dem Gerät, wo wir die Logger-Daten runtergeladen haben und laden die dann auf den OpenSeaMap-Server hoch. Und dann beginnt eine für mich nicht näher nachvollziehbare Korrektur der Daten. Also das ist das, was ich aus dem Wiki und der eigentlichen Seite des Projektes zusammengetragen habe. Wenn Fehler drin sind, bitte korrigieren. Wie gesagt, es wird der Wellengang versucht einzurechnen, deswegen das Gyroskop, ja, das bekannt ist, wie das Schiff gerade liegt. Es wird der Referenzpegel und die aktuelle Tide mit einberechnet, was natürlich sinnvoll ist, weil ich dann natürlich einen anderen Wasserstand habe, den ich berücksichtigen muss. Es wird meines Erachtens nur angedacht, die Wasserschallgeschwindigkeit zu berücksichtigen. Unterscheidet sich bei Salz- und Süßwasser und bei unterschiedlichen Wasserschichten. Können entsprechende Fehlmessungen passieren, wird aber nach meinem Verständnis nicht gemacht, bin ich mir aber nicht sicher. Genau, und die Schiffsbewegung wird halt möglichst über dieses Gyroskop dann rausgerechnet. Das ist so eine Art Vorkorrektur, die gemacht wird. Das heißt, mit jedem einzelnen Datensatz werden diese Korrekturen gerechnet. Und dann werden diese einzelnen Datensätze an einem Ort, ja, irgendwie miteinander verrechnet und aufbereitet. Das habe ich mal statistische Aufbereitung benutzt, genannt. Da war mal gedacht, den Kalman-Filter zu benutzen, der scheint aber nicht benutzt zu werden im Moment. Der ist deaktiviert nach einer anderen Webseite. Die Delaunay-Triangulation wird eventuell gemacht und die Daten sollten noch gewichtet werden nach der Qualität, wobei ich auch nicht weiß, inwieweit das umgesetzt ist. Und dann hört nach meinem Kenntnisstand eigentlich die Verarbeitung auf. Inwieweit die Kontur dann daraus generiert wird, ist für mich nicht nachvollziehbar gewesen. Ich muss aber sagen, ich habe mir jetzt nicht die Quellen des Projektes angeguckt, also da kann man das natürlich sicherlich nochmal nachlesen. Das heißt, aus meiner Perspektive muss man eigentlich spätestens hier ansetzen, um das Ganze mal in die Umsetzung zu kriegen. Genau. Zusammenfassung, bei der Datenerfassung ist die Motivation das Problem, weil wir die Daten nicht nutzen können, meiner Meinung nach. Bei der Datenauswertung haben wir eigentlich ein ganzes Bündel an Problemen. Die Vorkorrektur dieser Daten ist für mich nicht zwangsläufig nachvollziehbar, vielleicht auch nicht optimal. Bei der statistischen Aufbereitung ist die Frage, wie soll das eigentlich funktionieren? Und die Visualisierung ist, würde ich sagen, noch die größte Baustelle. Also Ziel wäre es ja eigentlich, diese Darstellung rauszukriegen mit der Schattierung oder halt am besten beide und dann noch die tiefen Linien. Und damit wären wir bei der Frage, was können wir denn eigentlich tun, um da ein bisschen voranzukommen. Und da hoffe ich jetzt natürlich auch auf Ihren Input als Fachleute. Was kann man bei der Datenerfassung machen? Wie gesagt, die Motivation ist das Problem. Das heißt, das hier wäre eigentlich der größte Punkt, den wir angehen müssen. Das heißt, irgendwie einen Benefit davon zu generieren für die Leute. Und wenn man das dann hat, kann man vielleicht auch mal irgendwelche Wettbewerbe machen. Ich habe es mal Maritimer Forscher des Jahres genannt, ja, dass man halt den Yachty auszeichnet, der am meisten Daten gesammelt hat oder sowas. Und ein Tablet schenkt oder je nachdem. Ne?
Das wäre sicherlich was Schönes. Ich glaube, es gab auch mal irgendwie so Ideen, ne? Haben wir gesehen in der einen Präsentation, die es da in dem Wiki gab, genau. Also da würde ich sagen, ist nicht der erste Ansatzpunkt, was zu machen, sondern der ist eigentlich die Datenaufbereitung. Und da würden wir vorschlagen, dass man sich mal tiefer Gedanken darüber macht, was sinnvoll ist zu korrigieren und an welchem Zeitpunkt das sinnvoll ist zu korrigieren. Ich habe das mal, also ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter gewesen an einem Institut, deswegen habe ich da mal wissenschaftliche Analyse hingeschrieben, auch wenn das so ein sperriges Wort ist und sich so groß anhört, um einfach mal zu untersuchen, wie hängen denn diese verschiedenen Einflüsse überhaupt zusammen. Also wir haben Eckernförde, Kielerförde zum Beispiel, gibt es jede Menge Tracks, wenn man bei OpenStreetMap guckt, und damit kann man, denke ich, schon mit einer sinnvollen Stichprobenanzahl mal herausfiltern, welche Einflüsse denn überhaupt vorhanden sind und wie groß die sind und ob die relevant sind und manuell vorkorrigiert werden müssen. Um dann auch zu der Erkenntnis zu kommen, wenn ich die sowieso noch statistisch miteinander verwurschtel, die jeweiligen Tracks, welche Kombination dann eigentlich sinnvoll ist. Es kann ja sein, wenn ich nur einen Track habe, muss ich den vielleicht vorkorrigieren um irgendwelche Parameter. Wenn ich aber 100 Tracks an der Stelle aggregiere und irgendwie miteinander verrechne, muss ich es vielleicht gar nicht mehr machen, weil ich einfach keinen Genauigkeitsgewinn erziele. Das heißt also, die Kombination der Korrekturen und der statistischen Auswertung müsste man dann damit mal in irgendeiner Weise herausfinden. Und was für mich auch noch eine große Frage ist, ob es nicht Datenquellen gibt, die zumindest genutzt werden können, um die eigenen Daten mal zu verifizieren, ohne dass man die in die Datenbank übernimmt. Weiß ich aber nicht, ob das rechtlich machbar ist, aber das kann man ja sich mal anschauen. Und damit hätte man den Punkt, dass man ungefähr weiß, wie die Daten aufbereitet werden müssen, um eine Tiefenlinie zu generieren, und dann wäre man bei der Frage, wie sollen die dann überhaupt visualisiert werden? Also da gibt es das Problem, das man eigentlich immer hat in der Seefahrt, dass man damit navigieren möchte, und wenn halt was passiert, ist das ganz schön schlecht, und das heißt, man möchte natürlich auch die Qualität der Tiefenlinien irgendwie den Nutzern kenntlich machen. Das ist das hier unten. Also wir müssen nicht nur die Tiefenlinien generieren, sondern auch in irgendeiner Weise darlegen, sind die überhaupt vertrauenswürdig oder nicht und wie vertrauenswürdig sind die. Muss man sich ein geschicktes Verfahren für überlegen, denke ich, kann man nicht aus dem Stegreif einfach so machen. Und wir müssen natürlich überhaupt ein Verfahren haben, wie wir aus diesen einzelnen Messpunkten und den statistischen Auswertungen dann sinnvolle Schattierungen generieren und Tiefenlinien. Und unser Vorschlag wäre, Sie dürfen uns da jetzt gerne ergänzen, mal zu schauen, ob es in Deutschland nicht entsprechende Forschungsarbeiten gibt. Es gibt ja viele Lehrstühle, die sich mit autonomen Segelfahrzeugen, autonomen Booten und so weiter beschäftigen, da auch Studentenprojekte laufen haben, ob man die nicht mal dazu motiviert bekommt, sich mit diesem Teil zu beschäftigen. Weil ich glaube, ein Mensch, der das neben seinem eigentlichen Beruf her machen soll, hier oben herauszufinden, wie man diese ganzen Korrekturen machen soll, das ist nahezu aussichtslos. Ja, deswegen wäre unser Vorschlag, wie gesagt, hier mal zu schauen, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, das auszusourcen an jemanden, der sich damit gut auskennt. Also Sie dürfen jetzt gerne Ergänzungen machen. Sie sind dran. Ich habe eine kleine Ergänzung. Was ich noch als Problematik sehe, ist, dass sich halt die Tiefenlinien auch, je nachdem, was für eine Küste und was für ein See man sich befindet, recht schnell ändern können. Das heißt, man müsste auch im Prinzip sicherstellen, dass die Tiefenlinien, die dargestellt sind, aktuell sind. Wenn also das irgendwie dargestellt ist, so, Moment mal, passt auf, man weiß aus Erfahrung heraus, die Tiefenlinien ändern sich innerhalb von einem Jahr rapide, schnell, und es ist jetzt in dem Ausschnitt auf der Karte kein Verlass drauf. Also ja. Das sollte man vielleicht bei den Überlegungen mit einplanen, dass sich da zum Teil gravierende Änderungen ergeben können. Mhm, genau, ja. Auf jeden Fall. Wäre auch so ein Punkt, das hatten die Vorredner hier zum Beispiel auch mit, also die Vordenker sozusagen dieser Thematik hier mit drin, dass man die zum einen nach der Erfassungsqualität wichtet, aber auch nach dem, ja, nach der Aktualität sozusagen zum Beispiel. Für mich zunächst erstmal eine Verständnisfrage, also mit dem OpenStreetMap-Projekt an sich habt ihr nichts zu tun? Nee, haben wir bisher nichts zu tun. Okay. Also ich habe versucht mal den einen Mitarbeiter zu kontaktieren, der die Webseite aufgesetzt hat, aber ich habe bisher keine Reaktion erhalten, von daher haben wir damit nichts zu tun. Okay. kannst du nochmal auf die Seite, zu der wir eigentlich Stellung nehmen sollen, aufschlagen, sonst komme ich hier nicht klar. Zunächst muss man natürlich sagen, ne, navigieren nach irgendwelchen crowdgesourcten Sachen, eher nicht.
Also das wird kein Gericht, wenn man irgendwo drauf brettert, dann sagen, ja, tut uns leid oder du kannst da nichts für. Also das kann man nur als Navigations- oder Planungshilfe konzipieren. Mehr geht da nicht. Ne? Man muss ja auch zur guten Seemannschaft gehört, immer aktuelle Seekarten dabei zu haben und dann auch noch die Nachrichten für Seefahrer zu studieren und zu gucken, wo sind jetzt aktuell Untiefen. Wie man an die Daten kommt, weiß ich nicht, müsste man noch mal gucken bezüglich BSH, die ja für die Bundesrepublik Deutschland die entsprechenden Daten erheben. Und die fallen ja unter das Geodatenzugangsgesetz des Bundes. Da müsste man also noch mal schauen, welche Möglichkeit es da eventuell gäbe, eine Freigabe zu bekommen, weil es sind ja Geodaten nach Inspire, nehme ich mal an. Irgendwie, wenn man sich die Mündung von der Elbe anguckt, da sieht es ja auch so aus, als hätte da irgendjemand mal Fächerdaten importiert. Ne? Also sonst die normalen Tiefendaten, die man mit einem Segelboot erfasst, das sind eher Punktdaten, weil das peilt ja genau nach unten mit der Tiefe. Und da sieht es so aus, als wäre da ein Fächer eben mit einem Tiefenmesser das erfasst worden. Da sieht man auch richtig die Priele und Ähnliches. Müsst mal schauen, ob man irgendwie rauskriegt, was das für Daten waren und was für ein Aufwand da dahinter steht. Ja, ansonsten, also ich würde es nur begrüßen, dass das Projekt irgendwie weitergeht, wie man die Leute motivieren kann. Keine Ahnung, wenn ich an meinen Segelclub denke, na, die alten Seebären, so, was bringt mir das? Na, wenn es mal fertig ist und alle mitmachen, kannst du dann auch danach segeln oder zumindest deinen Turn planen. Und was bringt mir das jetzt? Also sehr schwierig, wo ich vielleicht auch mal rangehen werde an den Segelclub, ist, dass man in Bereichen anfängt, wo eben das BSH keine Tiefen erfasst, zum Beispiel eben die Steganlagen von Vereinen, wo man sagen kann, hey, müsst ihr jetzt nicht mehr die Steg beschriften, sondern ihr könnt auf eurer Homepage jetzt sagen, hier, Karte, bis da und dahin 2 Meter, ab da 1,50 Meter, danach wird es flach, nur noch Motorboote. Wäre vielleicht eine Möglichkeit oder zumindest ein Mehrwert, der den Segelverein auch sofort nachvollziehen kann. Das stimmt. Ja, ansonsten bei den Lehrstühlen weiß ich nicht so viel, wie viele sich da mit Tiefenmessungen, mit Barymetrie und ähnlichen beschäftigen. Ich glaube, das OpenStreetMap-Projekt hatte auch irgendwie mal mit dem BSH Kontakt aufgenommen, aber das scheint wieder wieder eingeschlafen zu sein. Was man noch überlegen könnte ist, also wenn man Segler überzeugen will, da ist in der Regel auf alten Schiffen auch alte Technik, also da braucht man mit den Nehmerbussen hier nicht ankommen. Haben die wahrscheinlich, oder viele nicht. Was mir noch eingefallen ist, Charterunternehmen haben in der Regel moderne Yachten, die die entsprechend auch auf moderner Technik Daten sammeln. Aber das Gleiche, die sagen, was bringt mir das? Also höchstens, wenn man dann irgendwie ein Forschungsprojekt aufsetzen würde und sagen können, hier, baut mal den Logger ein und wir nutzen das für die Forschung und die Logger bezahlen wir und euch die Arbeitsstunden vielleicht mit ein bisschen guten Willen. Würde man da die Datenbasis vermehren können? Datenschutzrechtliche Probleme lasse ich jetzt mal außen vor. Ja, aber also insgesamt schwierig. Ich überlege auch gern, weil lange schon, weil es ist mir, also ich finde das vom Ansatz her sehr gut, aber so eine richtige Patentlösung ist mir auch noch nicht gekommen, mit der ich hier jetzt alle begeistern könnte. Nee, deswegen wollen wir auch sammeln. Ich bin kompletter Außenseiter hier. Aber wäre es denn möglich, die Satellitendaten der NASA abzugreifen und zu importieren, falls die aktuell und quasi feingranular genug sind? Also ich glaube, da scheitert es an der Granularität einfach, weil für Segelboote reden wir eben über Tiefen zwischen 1 Meter und 2 Metern, wo es entscheidend drauf ankommt. Und es gibt wohl frei verfügbare Tiefendaten, aber die, also ich weiß es nicht genau, aber so 50 Meter Tiefen genau bringt also für das, was den Segler interessiert, leider nichts.
Also es gibt auch in OpenSeaMap so eine Schattierung, die hört genau bei 25 Meter auf. Also die geht von 25 Meter runter. Ich denke mal, da werden die auch irgendwie so Daten importiert haben, weil die gibt es nämlich weltweit. Aber das ist halt genau nicht der Bereich, der eigentlich für den Wassersportler sozusagen ausschlaggebend ist am Ende. Was gibt es denn neben der Echolotmessung noch für Alternativen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel in der Nordsee ins Wattenmeer gucke, da sind ja auch Tiefenlinien vorhanden, aber da ist garantiert nie ein Messschiff vorbeigefahren, weil einfach das Wasser zu flach ist. Aber trotzdem sind irgendwo Daten entstanden. Das kann ich nicht sagen. Ja, aber vielleicht kann man da noch werde ich mal nachgucken. Eine Idee ja, rauszieht genau. Für uns. Mhm. Vielleicht noch ein Aspekt beim Loggen. Also mit dem Segelboot kann ich ja nur rüber segeln, wo ich auch den Tiefgang habe, den ich brauche. Und ich möchte ja nicht über den Stein fahren, um den genau zu vermessen. Gibt es da schon Ideen zu? Also wir haben das so gemacht, wir haben ein altes Funkmodellboot umgebaut und den Tiefensensor da eingebaut und können damit um unser Segelboot herum fahren und hoffentlich, bevor wir da drauf fahren, feststellen, dass wir da nicht hätten hinfahren sollen. Was mir jetzt persönlich noch kurz einfällt, ich hatte vorhin auch schon mal diese Thematik Umweltdaten von den Satelliten und so weiter angesprochen. Wir hatten da einen ganz interessanten Vortrag mal gesehen vom DLR, die auch zum Beispiel gezeigt hatten, wie man in der Landwirtschaft zum Beispiel erkennen kann, an welchen Stellen zu wenig Wasser für Pflanzen da ist, weil die schon automatisch eine andere Reflexion wiedergeben. Da wäre jetzt natürlich vielleicht auch die Frage, ob man solche Daten zumindest, wenn auch nicht dafür, dass man die exakte Tiefe, aber eventuell die Veränderlichkeit von gewissen Bereichen, also dass ich zum Beispiel weiß, okay, hier habe ich zwar mal mit einem Meter gemessen, aber die Daten, die jetzt der Satellit mir zurückgibt aus diesem Bereich, ist gegenüber zu den Daten, die ich vom Vorjahr hatte, ganz anders, also habe ich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich da vielleicht die Tiefenlinien geändert haben. Ob man vielleicht auch so weit gehen kann, dass man aus den Daten tatsächlich Tiefenlinien irgendwo ableiten kann. Also ich meine, hier geht es ja vor allen Dingen auch nur um diesen geringen Bereich zwischen 0 und 2 Metern, so wie ich das hier höre. Da könnte ich mir vorstellen, vielleicht kann man da mit schon allein sowas wie einer Algeneinfärbung oder ähnliches zumindest grob eine Richtung schon mal bekommen, nur als Idee nochmal. Mhm. Also die Idee mit dem Tenderboot, was dann außen rum fährt, fand ich sehr gut. Spannende Sache. Ansonsten kann man natürlich sagen, dass jedes Schiff ja einen anderen Tiefgang hat. Gerade wenn man sich Strelasund zum Beispiel mal anguckt, da scheint ein Angler unterwegs zu sein mit so einem Logger. Und der hat, ja weiß ich nicht, 50 Zentimeter, wenn überhaupt 25 Zentimeter Tiefgang mit seinem Schiff. Und wenn der am Schlick stecken bleibt, dann steigt er aus und schiebt es wieder runter. Also ne, das ist dann eben auch Crowdsourcing, je nachdem, nach dem Tiefgang. Und da sieht man es auch schon recht schön, dass der Ansatz tatsächlich valide ist. Also da sieht man auch wirklich von ganz flach bis wo ist das Fahrwasser und wo wird es wieder flach zum Schilfgürtel. Also da, das lässt sich wirklich schön da sehen. Was mir noch prinzipiell vielleicht zur Motivation anderer einfällt, dass man halt eben tatsächlich auf dieser Visualisierungsschiene vielleicht erstmal viel versucht irgendwie zu machen, weil damit man dann auch leichter den Leuten direkt die Vorteile in den einschlägigen Kreisen eventuell vorzeigen könnte. Aber dafür bin ich jetzt zum Beispiel zu fachfremd, um tatsächlich zu sagen, wie man das gut visualisieren könnte. Aber ich denke mal, vielleicht gibt der ein oder andere Verlag, der solche Daten bisher schon auf Karten ausgibt, da auch noch die ein oder andere Inspiration. Man muss es dann natürlich noch umsetzen und programmieren. Genau. Wie auch immer. So, weitere Fragen. Das Tenderboot lässt mich jetzt einfach nicht los. Habt ihr dafür vielleicht schon irgendwo im Internet eine Bastelanleitung oder sowas veröffentlicht? Weil zumindest, also das Problem ist ja, die Segelschiffe, die haben zwar die Infrastruktur, da hat man das Problem, den Skipper zu überzeugen, dass er da jetzt noch die Daten speichern und irgendwo hochladen soll. Aber eben vielleicht so Bastler, das ist ja dann noch was ganz Eigenes, wo die sagen, oh, anstatt zu angeln, fahre ich jetzt mit meinem Modellboot ein bisschen auf dem See oder auf
nicht ganz wilden Gewässern rum und messe da Tiefen. Also das wäre vielleicht auch noch so ein Ansatz, die Leute mit Spieltrieb zu motivieren. Und das sind ja dann im Zweifel auch auf Gewässern, wo es ein bisschen flacher wird. Ich meine, man hat dann die Gefahr, dass dann auch der Parkteich und der Springbrunnen in der Stadt gemacht wird. Aber das hat ja auch seinen Charme, denke ich. Genau. Weiß man zumindest, ob man in dem Teich auch mit seinem Skipper fahren könnte. Ne? Vielleicht auch nochmal als weitere Idee, Vercharterer, die loggen ja gegebenenfalls auch in Unkenntnis der Besatzung mit, wie ihre Charterschiffe durch die Gegend fahren und haben gegebenenfalls auch Tiefendaten. Vielleicht kann man mit denen auch irgendwie so ein freundliches Agreement finden, wo beide Seiten in eine Win-Win-Situation kommen. Weil eine einzelne Crew, die auf ein Charterschiff schnell wechselt, die hat nicht so ein hohes Interesse. Sie wird sich auch nicht trauen, mal eben hier an dem Bus rumzufummeln, um was dazwischen zu klemmen. Ne? Ja. Was dann möglicherweise dann dazu führt, dass vielleicht der Windmesser nicht mehr funktioniert oder so. Also da, sag ich mal so, müsste man vielleicht direkt an den Vercharterer sich wenden. Das sind ja durchaus größere Unternehmen und vielleicht lässt sich da eine Win-Win-Situation raus generieren. Mhm. Genau, dann ist das Thema natürlich Anonymisierung der Daten wieder ganz wichtig, aber da findet man wahrscheinlich auch Lösungen, also denke ich mal. Sehr gut. Und vielleicht noch eine andere Idee, wäre es möglich, das mit einer Drohne zu machen und einfach die Drohne drüber fliegen zu lassen und analysieren zu lassen. Scheint ja alles küstennah zu sein. Das weiß ich nicht, ob das möglich ist. Also in der Regel ist es so, bei den Echoloten, die müssen halt im Wasser sein oder zumindest in der Flüssigkeit, und um die Brechungsübergänge sozusagen zwischen den Medien zu verringern. Deswegen weiß ich nicht, ob es mit anderen Messverfahren anders ist. Aber können wir uns mal informieren, ja, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Also was ich dazu sagen kann, ist, dass es zumindest in Küstennähe durchaus Unternehmen gibt, die für andere Zwecke mit Flugzeugen die Oberfläche von dem Meer abtasten. Dann halt allerdings nur in dem Bereich, wo das Wasser dann gerade weg ist, weil Ebbe ist. Okay, so sind dann vielleicht auch die Tiefenlinien im Wattenmeer entstanden. Das könnte durchaus sein, ja. Mhm. Ich weiß halt nur nicht, für was die das sammeln. Ich weiß halt nur, wo die Flugzeuge dann immer bei uns starten. Und okay. Ich weiß auch nicht, was für eine Messtechnik die haben. Aber wie gesagt, die fliegen das Wattenmeer dann immer bei Ebbe ab. Und das auch relativ regelmäßig, dass sie da aktuelle Daten haben. Aha. Wissen Sie denn eine Firma, die das macht? Vielleicht kann man die ja auch mal anfragen. Kann ich rauskriegen eventuell. Okay. Die Frage ist, wie wir in Kontakt bleiben, aber das... Wir haben eine Webseite, ja, genau. Komme ich gleich, glaube ich, einfach nochmal kurz zu. Die Frage ist, ob es noch weitere Anmerkungen gibt. Vielleicht noch als Anmerkung zu den Befliegungen. Ich glaube, im Frühjahr auf der GOMV war dazu ein Vortrag. Die haben auch fürs BSH da irgendwas zur Elbvertiefung beflogen und Tiefen gemessen. Allerdings werden die Vorträge halt nicht aufgezeichnet. Müsste ich höchstens mal im Tagungsband gucken, was sich da noch findet und ob man das verwerten kann. Kann ich gerne mal nachschauen. Das wäre super, ja. Okay. Gut, noch weitere Fragen? Sehe ich jetzt soweit nicht. War ja auch eine ganz wunderbare Diskussion. Genau, vielen Dank. Und das wird ja aufgezeichnet, das heißt, wir haben die Sammlung schon gefertigt, oder? So sieht's aus. Perfekt. Ja, gut. Okay, dann nochmal herzlichen Dank. Ich würde noch eben was weiteres erzählen. Okay. Wenn wir noch Zeit haben. Ja, oder haben wir noch? Es reicht vielleicht für eine Frage. Also das Fazit lasse ich jetzt mal aus. Wir nehmen das alles mit, sammeln das und würden das vielleicht auch auf der Mailingliste von Foskis wieder teilen, sodass man dann auch nochmal eine Rückmeldung geben kann. Da sind ja vielleicht auch viele von Ihnen entsprechend drauf. Das wäre eine Alternative. Und dann würde ich nämlich ganz zum Schluss noch was sagen zu unserem Bastelboot, weil das jetzt angesprochen wurde, so ein Zufall. Ich habe auch etwas vorbereitet. Wir haben dazu auch eine Webseite, aber die ist natürlich noch nicht fertig, weil das Projekt noch nicht abgeschlossen ist. Wir machen das auf Basis vom Raspberry. Haben einen Socket-Can oben drauf gesetzt, dass wir die relativ teuren proprietären NMEA 2000 Adapter uns sparen können. Das Echolot ist ein Standard-Echolot über den NMEA 2000 Bus eben. Dann haben wir einen USB-Dongle dran, wo unser GPS-Empfänger dranhängt. Wir haben einen WLAN-Hotspot, den der Raspberry aufmacht, damit man sich mit dem Handy oder mit dem Tablet dran verbinden kann. Man kann dann auch OpenCPN entsprechend andocken, um die Daten zu kriegen. Der bietet auch einen kleinen Webclient an, wo man die Daten einsehen kann. Und wir haben noch einen anderen WLAN-Dongle dran, damit er sich selber in WLANs einloggen kann, um da Wartungsarbeiten dran zu machen oder sowas ähnliches.
Wir versorgen das Ganze über zwei Spannungswandler, die wir im Moment am 14-Volt-Akku dran haben, aber man sieht ja, der ist relativ weit gefächert, also man könnte den theoretisch auch gleich über den Bus betreiben, ne? Dann bräuchte man den hier natürlich nicht, aber den Pi könnte man entsprechend dann vielleicht auch direkt über den Bus powern, sodass man den nur einfach anstecken muss an ein T-Stück auf dem Boot und dann könnte man damit arbeiten. Softwaremäßig sieht das so aus, wir benutzen GPSD und CAN-Boot, das sind zwei bestehende Projekte, das eine macht die Satellitendaten und das andere wertet den NMEA 2000 Bus auf. Dann habe ich einen entsprechenden Daemon in Python implementiert, der schreibt die Nachrichten in dem NMEA 0183 Format raus, packt die auch noch in so eine RID-Datenbank, die der Webservice wiederum benutzt, um dem Webclient entsprechende Daten zu liefern. Und das hier oben wäre dann der Webclient, das heißt hier oben zeigt der Speed over Ground an, Speed through Water, Wassertemperatur, Wassertiefe und ob er einen 3D-Fix hat. Man kann hier entsprechende Karten, hier unten Karten hochladen, hier oben auswählen und dann sieht man auch, wo man langgefahren ist. Man kann auch die Logfiles runterladen, um sie dann eben bei OpenCMAP hochzuladen. Und als kleinen Bonus habe ich noch eine Puppet-Konfiguration dafür gemacht, sodass man das Ganze auch relativ zügig ausrollen kann, wenn man dann sein Raspberry erstmal mit Raspbian installiert hat. Braucht man nur, gibt es ein Debian-Paket für das Debian-Paket zu installieren, einmal Puppet Apply machen und vorher noch die ein oder andere MAC-Adresse von den WLAN-Hotspots oder WLAN-Sticks ändern und dann ist die Sache konfiguriert. Gut, damit wäre ich dann wirklich am Ende und ich springe zurück auf meine Vielen-Dank-Folie. Danke für die rege Teilnahme.